Epidemiologie beim Cervixkarzinom. Das Cervixkarzinom ist weltweit der vierthäufigste Tumor der Frau und das mittlere Erkrankungsalter liegt etwa bei 55 Jahren. Bei uns ist die Inzidenz etwa bei 8,7 auf 100.000 Einwohner und diese Inzidenz war in den letzten 15 Jahren auch relativ stabil nach einem sehr starken Rückgang in den 30 Jahren vorher, vor allen Dingen durch die Früherkennung. Die Sterberate liegt bei 2,5 auf 100.000 Einwohner. Das heißt, deutschlandweit sterben jedes Jahr etwa gut 1.600 Patientinnen am Cervixkarzinom, wobei man sagen muss, dass vor 30 Jahren das etwa doppelt so viele Patientinnen waren. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welches UICC-Stadium vorliegt. Viele Patientinnen werden erst diagnostiziert im Stadium 1. Etwa 2 von 5 Patientinnen sind noch in einem sehr frühen Stadium. Die restlichen Stadien werden seltener entdeckt. Das Überleben im Stadium 1 ist extrem gut. Das 5-Jahres-Überleben liegt bei 94%. Und das nimmt dann im Stadium 2 auf 63% ab, auf 54% und 23%. Ein 5-Jahres-Überleben im Stadium 3 mit noch gut der Hälfte der Patienten ist relativ gut für eine Tumorerkrankung, aber wir müssen dort trotzdem als Ärzte noch weiter dran arbeiten. Wenn man das mittlere Überleben anguckt, sieht man, dass das mittlere 5-Jahres-Überleben etwa bei 67% über alle Stadien zusammen ist. Was aber sehr erstaunlich ist, dass das dort auch konstant bleibt, denn das 10-Jahres-Überleben liegt bei 63%. Sodass man insgesamt sagen muss, dass das Cervixkarzinom relativ gut heilbar ist, dass 2/3 der Patientinnen nach 10 Jahren noch leben und im Stadium 1 fast 100%.